Wie mache ich deine Praxis online erfolgreich? Was ist überhaupt Online-Erfolg für eine Praxis? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Maßnahmen gibt es? Welche Kanäle gibt es? Genau darüber spreche ich in diesem Video. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Oft werde ich gefragt, was ich eigentlich genau tue, um eine Praxis erfolgreich zu machen. Es fängt natürlich schon mal jetzt dabei an überhaupt, was bedeutet denn überhaupt Erfolg für dich? Ist Erfolg mehr Umsatz? Ist Erfolg mehr Ertrag? Ist Erfolg Wachstum? Möchtest du mehrere Standorte eröffnen? Möchtest du mehr Patienten von einer bestimmten Kategorie in deiner Praxis haben? Möchtest du mehr Anrufe haben? Mehr Beratungstermine? Ja, das ist erstmal die Frage, was ist eigentlich für dich Erfolg? Ich persönlich definiere ja auch Erfolg ganz oft gar nicht jetzt in Form von irgendwelchen Zahlen, sondern für mich ist Erfolg und vor allem auch Erfolg für eine Praxis mithilfe von digitalem Marketing, wenn man mithilfe der digitalen Möglichkeiten neue Strukturen, neue Prozesse, neue Wege erschließt, um andere Ergebnisse als vorher halt zu erzielen. Andere Ergebnisse, um vielleicht mehr Zeit zu haben. Mehr Zeit zu haben, weil ich weniger Patienten behandeln muss, weil ich mehr Patienten behandle, die mir vielleicht auch mehr Umsatz bringen und wo ich auch viel mehr Spaß habe, wo ich viel mehr Freizeit habe, wo ich vielleicht auch ein anderes Klientel in meiner Praxis habe. Als Beispiel, wenn ich jetzt ein Zahnarzt bin, ein Klientel, was sehr viel Wert auf eine gute Mundgesundheit legt und schon sehr früh und proaktiv auch damit umgeht und nicht erst dann in die Praxis kommt, wenn schon der Zug im Grunde abgefahren ist und wo die Mundhygiene vielleicht jetzt nicht so ausgeprägt ist. Das sind natürlich schon mal grundlegende Fragen. Also wie mache ich dich erfolgreich? Also muss man erstmal definieren, verstehen, was ist dann der Erfolg? Ja, und grundsätzlich, wenn ich jetzt so erklären soll, was kann man da so machen, was sind die Möglichkeiten, dann kann man natürlich erstmal anfangen, muss ich erstmal klar werden, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt im Internet. Also grob gesagt, natürlich das Erste, was einem einfällt bei Internet, bei Praxismarketing, bei digitalem Marketing, ist natürlich die Webseite und das ist auch heute noch so der Dreh- und Angelpunkt, die Anlaufstelle für vor allem auch Stammpatienten, aber vor allem natürlich auch für Neupatienten. Also Stammpatienten informieren sich hier über die Öffnungszeiten, über Kontaktdaten, buchen Termine, informieren sich vielleicht über das Leistungsspektrum und möchten sozusagen die Webseite als Informationsmedium nutzen, um mit der Praxis in Kontakt zu treten. Während jetzt vielleicht der Neupatient, der potenzielle Patient auf der Suche nach dem richtigen Arzt oder auf der Lösung für sein Problem, was er gesundheitlich hat, nutzt das natürlich vor allem, um zu recherchieren, um als Entscheidungshilfe die Webseite zu nutzen, um Dinge zu lernen, die er vielleicht vorher nicht weiß. Vielleicht sucht er nach Symptomen, die er hat und versucht erstmal zu verstehen, muss ich deswegen überhaupt zum Arzt gehen oder wer ist der Richtige oder wie nennt man das, was ich da habe. Also da muss man jetzt einmal auch grob unterscheiden, wer ist die Zielgruppe in Anführungsstrichen, für wen bin ich denn da digital unterwegs und vielleicht das ganz kurz, ich erkläre das gerne so in 3 bis 4 Phasen. Also es gibt natürlich die Nutzer, die jetzt potenziell meine Patienten sind, aber aktuell gar nicht einen akuten Bedarf haben, aber trotzdem online sind. Und nehmen wir mal jetzt das Beispiel vielleicht bei ästhetischen Zahnbehandlungen. Jetzt ist ja nicht so, dass jeder, der im Internet unterwegs ist, gerade ein Riesenproblem hat. Er hat vielleicht latent den Wunsch, mal was an seinem Lächeln, an seinem Zahnerscheinungsbild zu verändern, aber ist gar nicht gerade aktiv online und der ist sozusagen in der C-Phase, nenne ich das. Ja? Also das heißt, der bewegt sich durch das Netz und er weiß noch gar nicht, dass es dich gibt und er weiß vielleicht auch noch gar nicht, dass du die richtige Lösung für ihn hast. Auch hier kann man natürlich schon mit verschiedenen Möglichkeiten jetzt auch außerhalb der Webseite Patienten halt ansprechen, sei es im Social-Media-Bereich, dass man dort auf sich aufmerksam macht, sei es, dass man gezielt bei Google oder bei YouTube Anzeigen schaltet und sich da auffindbar macht. Dann gibt es natürlich die Leute, die schon fortgeschritten sind, die wissen schon grob, okay, ich habe ja vielleicht ein Problem, ich suche jetzt mal, also ich möchte meine Zähne verschönern, also die suchen schon aktiv, zum Beispiel bei Google nach
schöne Zähne, nach Zahn ist abgebrochen, was kann ich tun? Also die informieren sich aktiv und wissen, okay, ich habe da ein Problem und ich bin jetzt mal so auf der Recherche, wer kann mir denn dabei helfen? Und das nennen wir die sogenannte Think-Phase. Also die Menschen denken darüber nach, was sie gerade beschäftigt und sind aktiv im Internet auf der Suche. Auch hier habe ich natürlich jetzt vor allem durch Sachen wie Auffindbarkeit bei Google, bei Suchbegriffen, bei YouTube, bei Videos, die was erklären, auf mich und meine Praxis aufmerksam zu machen, die ersten Kontaktpunkte nochmal vielleicht zu schaffen, und vor allem Vertrauen aufzubauen. Und dann die dritte Phase, das ist die sogenannte Do-Phase, also wenn ein Patient sich jetzt entschieden hat, okay, ich will, als Beispiel, um jetzt bei den Zahnärzten zu bleiben, ich weiß, ich will eine Zahnverschönerung haben, ich brauche Veneers oder ich denke, ich brauche Veneers und ich suche jetzt einen Arzt, der gut zu mir passt, der am besten noch in meiner Region ist und der auf dieses Thema spezialisiert ist. Das heißt, diese Phase, in dieser Phase, wenn sich die Patienten befinden, da geht es vor allem natürlich darum, für Suchbegriffe dann ganz präsent, vor allem bei Google präsent zu sein. Also Veneer, Zahnarzt, Düsseldorf zum Beispiel, da möchte ich dann natürlich als Praxis präsent sein, weil das Keyword, der Suchintention zeigt schon, dass hier natürlich die Absicht besteht oder der Entschluss schon fast geschaffen ist. Das heißt, und dann gibt es auch die vierte Phase, die Care-Phase nennen wir das. Jetzt war vielleicht schon ein Patient in deiner Praxis, aber natürlich ist auch der wieder online unterwegs. Auch hier können wir ganz gezielt Kontaktpunkte schaffen. Wir können natürlich auch mit dem Patienten arbeiten, ihn noch motivieren oder auch animieren und bitten, Bewertungen zu hinterlassen. Und wenn er natürlich auch Fan auf vielleicht deinen Social-Media-Kanälen wird und dort ein Promoter von dir und deiner Praxis wird und über diesen Weg vielleicht auch andere aufmerksam macht, die dann wiederum Patienten bei dir werden, dann sprechen wir von dieser sogenannten Care-Phase. Und für all diese vier Phasen gibt es halt verschiedene Methoden, verschiedene Metriken, verschiedene Maßnahmen, die man da eben einsetzen kann. Das heißt, es hängt ganz stark davon ab natürlich, was das Ziel auch hier ist. Und dann entscheidet man, ja, in welcher Phase man mit welchen Mitteln da unterwegs ist. Und das ist mal grob, um das Ganze zu verstehen. Und dann konkret gibt es natürlich, dann ja klar, Google ist nach wie vor, also das sind das ist so der Rahmen, in dem man sich so im Online-Marketing da strategisch bewegen kann, gerade wenn es um die Patienten-Arzt-Kontaktpunkte, um die Patientenreise vor allem, so nennt man das, geht. So, und dann ist eben die Frage, was gibt es da überhaupt für, und das ist eigentlich der letzte Schritt eigentlich, was gibt es für Kanäle, was gibt es für konkrete Möglichkeiten? Natürlich, jeder weiß, Google ist die größte Suchmaschine, vor allem in Europa mit 90% oder mehr, einfach die Nummer 1 Anlaufstelle. Wenn Menschen ein Problem haben, etwas suchen, dann gehen sie zu Google. Das heißt, wir versuchen mit Online-Marketing oder wir können mit Online-Marketing, mit Digital-Marketing hier auffindbar sein, wir können sichtbar sein, wir können in der sogenannten organischen Suche, das heißt, das sind die 10 Suchergebnisse, die man dort findet, wenn jemand nach einem Suchbegriff sucht, Auffindbarkeit erzeugen, dann spricht man vor allem von der sogenannten Suchmaschinenoptimierung oder SEO oder SEO genannt, das heißt, ich möchte meine Webseite nach vorne bringen für diese Art von Suchbegriffen. Ich habe zusätzliche Möglichkeit bei Google mit bezahlter Werbung, mit den sogenannten Google Ads mich zu zeigen. Und ganz wichtig, was eigentlich gerade jetzt im Arztkontext einer der wichtigsten Punkte ist, ist das Google Business Profil. Also das ist ein Branchenbucheintrag bei Google selbst, der vor allem für lokale Suchanfragen, also für Anfragen, wo es um ein Keyword, ein Suchbegriff und Ort geht, eine ganz, ganz hohe Relevanz hat und Auffindbarkeit erzeugt in Kombination mit den sogenannten Google Maps, die da sozusagen dann da auch erscheinen bei jeder lokalen Suchanfrage. Also das heißt, das sind so die verschiedenen Kontaktpunkte, die ich bei Google schaffen kann und die verschiedenen Methoden. Das bezahlte Werbesystem, Google Ads, das ist ein sehr komplexes System, aber hier kann man natürlich sehr gezielt auf Keyword-Basis, auf Suchanfrage-Basis Präsenz zeigen, mit Anzeigen und ja, die Menschen dann zu der Homepage leiten. In dem Kontext erwähne ich auch gerne noch zwei Sachen. Einmal, Google ist nicht nur die Suchmaschine Google. Google hat im Grunde auch die Möglichkeit, auf fast jeder Webseite, die das erlaubt,
Werbung zu schalten selbst. Also wenn ich auf einer Zeitung, auf einem Blog, auf einem Verzeichnis mich bewege, dann kann dort auch eine Google-Anzeige in Text-, Bild- oder Videoform erscheinen, wenn diese Seite mit Google eine Partnerschaft eingegangen ist. Und dieses sogenannte Display-Netzwerk ist mittlerweile ziemlich groß. Das heißt, man erreicht eigentlich fast jeden Nutzer, der online unterwegs ist, irgendwo über dieses Google-Werbesystem. Nicht nur in der Google-Suche, sondern eben auch auf Partner-Webseiten. Das ist der Punkt 1. Aber vor allem auch auf YouTube. Denn YouTube ist zwar eine Videoplattform, aber nach Google selbst, und es gehört zu Google, die größte zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Das heißt, auch hier ist einfach eine Anlaufstelle für ganz, ganz viele Patienten, die entweder ganz konkret nach Themen suchen oder sich, also die mit Arzt und Gesundheit zu tun haben oder sich aus anderen Gründen eben dort aufhalten. Aber hier habe ich auch die Möglichkeit natürlich, mich auffindbar zu machen, mich zu zeigen, Kontaktpunkte zu schaffen. So, das ist dieses Google-Universum. Und ja, dann haben wir noch das ganz bekannt Social-Media-Universum, sage ich mal. Da zählen natürlich heutzutage vor allem Facebook und Instagram dazu, aber auch Plattformen wie TikTok, Snapchat. Und je nachdem, was mein Plan ist im Online-Marketing, was mein Ziel ist, kann ich hier überall Präsenz zeigen. So, auch da muss man unterscheiden. Auf all diesen Plattformen kann ich organisch präsent sein. Also ich habe meine zum Beispiel Facebook-Praxis-Webseite, ich habe mein Instagram-Business-Profil. Dort kann ich auf meiner Pinnwand regelmäßig Inhalte publizieren, auch in Form von Text oder Bild. Das erscheint dann sozusagen im Stream von anderen, also von den Nutzern, die auf diesen Plattformen sind, die loggen sich ein. Sind vielleicht, also im Optimalfall sind sie schon Fan von meiner Seite oder folgen der und die kriegen natürlich dann mit oder in, ja, in einigen Fällen, in vielen Fällen kriegen sie mit, wenn dort neue Inhalte publiziert werden. Wenn da Interaktion entsteht, dann werden auch andere Menschen darauf aufmerksam und so kann ich natürlich auch meine Sichtbarkeit auf dieser Plattform, auf diesen Plattformen erhöhen. Aber vor allem haben diese Plattformen mittlerweile auch Werbesysteme, also sowohl Facebook und Instagram gehört zu Facebook, hat ein Werbesystem, wo ich wiederum auch all die Millionen Nutzer, die sich in diesen Netzwerken täglich bewegen, ja, mit Werbung im Grunde ansprechen kann. Und ja, und darüber hinaus, sage ich mal, sind alle anderen Webseiten jetzt gerade im Arztbereich, sind natürlich Bewertungsplattformen wie Yameda, also wo Patienten hingehen und sich über eine Praxis informieren, wo sie Bewertungen abgeben können, wo sie aber auch Bewertungen von anderen lesen können und zahlreiche andere Plattformen, Branchenverzeichnisse, Zeitungen natürlich auch. Also überall dort habe ich die Möglichkeit, ja, mit einer gezielten Strategie mich präsent zu machen. Ja, und um die Frage zu beantworten, was tue ich, um eine Praxis erfolgreich zu machen, den richtigen Mix mit den richtigen Maßnahmen herauszufinden und dann eben die richtigen Knöpfe zu drücken, um ja eben Patienten oder Mitarbeiter in die Praxis zu bringen oder eben schon bestehende Patienten natürlich an die Praxis zu binden mithilfe der digitalen Möglichkeiten. Ja, das war ein kurzer oder vielleicht doch umfassenderer Blick über so dieses ganze Thema, was kann man tun, um eine Praxis online erfolgreich zu machen. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ein paar Ideen und Tipps und vor allem Verständnis mitnehmen. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch ein Like, kommentiere dieses Video und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und vor allem vergiss nicht, die Glocke anzustellen, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst, in denen ich dir dabei helfen möchte, dein digitales Praxismarketing auf das nächste Level zu bringen.